Na, könnt ihr schon erkennen, wo wir heute unterwegs sind? Ich glaube, heute ganz einfach, denn wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir in der Lübecker Altstadt unterwegs. Und zwar auf dem Weg zu den beiden Architekten Haufe und Petereit. Genau, die beiden haben hier in der Altstadt ein mittelalterliches Gebäude aus dem Handwerkerviertel für sich saniert, modernisiert und dabei auf ganz geschickte Art und Weise Wohnen und Arbeiten kombiniert. Und dabei kamen Produkte unserer drei Marken zum Einsatz, FSB, Gera, Kolko. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also, los geht's! Was bestimmt an diesen ganzen Gebäuden besonders inspirierend war, ist natürlich die Oberfläche. Also es ist immer unser Spiel mit der Bestandsoberfläche, mit der Patina, die drauf ist. Das, was wir im Alten vorfinden, bleibt alt, es bleibt alles erhalten, auch manche Dinge, die wir am Anfang nicht verstehen. Und das, was wir neu hinzufügen, ja, ist wirklich ganz neu. Wir sind hier nämlich gerade an einer wunderbaren Stelle, wenn man sich das anguckt. Also ich meine, so einen ausgeschmierten Pinsel und dann haben wir zufällig ein Bild, das irgendwie auch passt und diese Deko. Also das war ja alles da. Es war ja wirklich auch dieser Metallhalter da, es waren diese Zahlen. Und dann habe ich kürzlich, was ich wieder eine ganz neue Entdeckung fand, habe ich so eine Ecke gesehen und jetzt könnte ich eigentlich immer mal so ein bisschen da dran rumpulen und dann kommt da immer weiter, also wenn ihr jetzt seht, da kommt immer weiter die Schrift raus. Also diese Geschichten, da kommt so alles zusammen. Ich könnte ja wirklich einige nennen. In unserem ersten Haus, erstes Projekt, da haben wir diese Stütze entworfen mit Kopfplatte, mit allem für das Haus und dazu gibt es ergänzend eine kleine Konsole in Schwarzstahl. Einfach dieses Bild eines Stück Holzes aufgelöst in Stahl. Das würde ich sagen, ist hier mein Speziallieblingsdetail. Allerdings auch hier wieder, egal ob Stütze oder eben dieses Detail, es kommt wirklich immer nur aus dem Altbau raus. Dieses Detail taucht dann halt, wenn wir es irgendwo noch mal brauchen, wenn wir oben auch sehen, immer mal wieder auf. Das ist jetzt unsere Etage und hier fängt es an, dass es viel kleiner wird für das Schlafzimmer und Badezimmer und diesen Erschließungsbereich hier und unsere Bibliothek des Lebens. Also fast wie so ein Setzkasten mit Büchern. Mit dem Erhalt von solchen Sachen auf der Baustelle ist schon ein Problem. Und zum Beispiel haben wir diesen Boden. Der ist ja nur gereinigt worden, der ist keinmal geschliffen worden und den haben wir mit Hartfaserplatten abgedeckt zum Schutz und dann schütteln die Handwerker schon mit dem Kopf. Wir erhalten das dann wirklich darunter und wenn das dann frei gemacht wird, da waren ja viel mehr Farbschichten noch drauf, weil dann sagen die, wow, ja stimmt, jetzt kann ich das mal sehen, hier war mal ein Malerbetrieb, ja genau. Weil wir immer schon FSB und Gera verwenden, immer schon. Und das liegt einfach sowohl an der Gestaltung als auch an der Qualität. Bewährt und wunderbar. Also FSB bietet genug Vielfalt an, um für jedes der alten Häuser, die wir anfassen, eine Antwort zu finden. Und das ist natürlich vom Innenleben auch so eine robuste Sache. Wenn man dann einmal die FSB-Klinke an der Tür hat, dann bleibt sie da auch. Genauso ist es mit Gera. Das ist bewährt und gut und dieses ganze E2-System ist auch so wunderbar flexibel. Genau das, was man braucht. Übersichtlich, klar und alles passt zu allem. Bei Kolko sind wir ganz neu angekommen. Auch aus diesem Grund, dass wir in Konsequenz zu diesen geradlinigen, orthogonalen, neu eingebauten Möbeln, genauso rechtwinklig, scharfkantig, haben wir eine Armatur gesucht. Xmo ist ja auch bestechend. Zu dem Zeitpunkt war das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Das wollten wir unbedingt haben in der Dusche. Das ist doch eher vielschichtig. Aber schön sein muss es immer.
Eins unserer Highlights hier im Haus ist auf jeden Fall das offene Badezimmer. Absolut, denn hier sieht man wirklich ganz toll, wie gut sich neue und alte Bausubstanz kombinieren lassen. Genau, und dass sich neue und alte Materialien überhaupt nicht gegenseitig ausschließen müssen. Da ist dann auch noch die Tafel, die hing die ganze Bauzeit so. Leider ist dann auch irgendwie von so einer Dichtmasse oben was runtergelaufen, aber das ist jetzt die neue Geschichte, die hier erzählt wird. Noch eine Lieblingsstelle habe ich nämlich, die bezieht sich auch noch auf den Boden, das ist wirklich die Verkleidung der Badewanne. Diese Bodenbretter lagen eingelagert in der Werkstatt, also in unserem jetzigen Büro. Das war so ein typisches Beispiel, wie manchmal die Entwürfe dann zustande kommen und auf einmal wird es meine Lieblingsecke, weil ich jede andere Sache, also Badewannenverkleidung sind ja immer ein großes Thema für sich. Jetzt sind wir im zweiten Obergeschoss, im Dachgeschoss, das ehemals wirklich ein ganz kleines Pultdach war und das jetzt die beiden Kinderzimmer beherbergt. Das Besondere zum Dach ist auch, also erstmal wieder die Ablesbarkeit der ehemaligen Dachform, was man hinten an der Wand noch sieht. Und wir haben einmal einen Schnitt gemacht hier bei den Deckenbalken, bei den Sparren und die nach vorne hochgeklappt. Im Grunde ist das die Fußfette des Pultdaches, die wir hier sehen, genau. Und jetzt ist es durch die hochgeklappte Gaube, ist dazwischen das Südfenster entstanden. Nachdem wir gemerkt haben, da hinten wohnt sich so gut, dann könnten wir doch vielleicht auch hier arbeiten auf dem Hof, im Gewerbehof. Und dann haben wir uns dieses ehemaligen Spritzraums der Malerei angenommen. Dieser Raum war wirklich komplett einfach immer wie unter Nebel. Selbst die Fenster waren mit diesem Nebel überzogen, die Wände, es war alles einfach in diesem Nebel. Das wollten wir so ein bisschen erlebbar lassen und haben deswegen uns wieder darum bemüht, so viel bunte Oberflächen zu erhalten wie möglich. Immer mit dem Ziel, die alte Struktur, also an so einem Detail, dass die alte Struktur auf jeden Fall wichtiger ist. Also wir haben total gedrängelt, dass hier wenigstens noch ein Zentimeter irgendwie reinrückt. Und das war natürlich auch mit der Möblierung wieder das Ziel zu sagen, so, wir bleiben immer drunter, unter dieser Ebene und dass man diese Raumwirkung einfach nochmal hat, die Größe dieses Raumes, finde ich immer, ist ähnlich wie drüben, aber total wichtig. Das war unser Tag in Lübeck und bei den Architekten Haufe Petereit. Ja, und wir fanden es total faszinierend, wie man mit dem Thema Bauen im Bestand umgehen kann. Ja, und wir haben gelernt, dass man sich auf jeden Fall öfter mit bestehender Bausubstanz beschäftigen sollte. Und wir freuen uns schon total auf das nächste Video mit euch. Also, bis bald.